Weiß gar nicht, ist Kaya schon wieder da? Kaya! Ne, schon mal nicht. Okay. Dich vorne müssen wir hin. Oh Gott, wo müssen wir jetzt hin? Diesen Weg, Richtung. Dicke kann auch erstmal weg. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir brauchen jetzt noch zwei Quests, ne? Um mein Ziel für heute zu erreichen. Okay, warte, wo müssen wir hin? Ist er. Luna, danke für 10 Bits. Danke für die Küsschen. Digga, Knuddler zurück. Du Hund hat gebellt. Ganz gewaltig. Der Hund bellt noch weiter. Oh. Ich kann nicht, was oben schon wieder los ist. Ah, lass mich raten, unten. Ja, natürlich unten. Wieder zurück. Ja. Wer kommt denn da? Och, Leute, labert schneller. Nehmen wir das da. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wo Kaya abgeblieben ist. Hier ist verschwunden. In der Versenkung. Oh, ich will endlich weiterkommen. Wo muss ich jetzt denn?
Okay, dahin. Okay. Dann in diesem Wegrichtung. Oh, so. Nehmen wir hier noch mal ein paar Avocados. Was habe ich hier noch? Solange Kaya nicht da ist, kann ich dann ja wieder vorlesen. Hey, meine Freunde, hier drüben. Ich habe Eline verfolgt. Sie ist in... Ah, scheiße. Jetzt habe ich weiter geklickt. Wenn sie wirklich als Spionin agiert, wird sie versuchen wollen, so schnell wie möglich Kontakt mit den Galeeren aufzunehmen. Galeeren. Warte mal. Okay, ist rausgegangen. Oh, okay. Dann nicht. Dann nicht. So schnell wie möglich Kontakt mit den Galeeren aufzunehmen. Und die Störsender werden das verhindern. Hallo? Du bist eben gerade rausgegangen. Nee, da stand, hey, bist du noch da? Hä? Wo? Aber du hörst mich, ja? Ich höre dich, ja. Aber du hast doch gerade den Chat verlassen. Nee. Ich bin da wieder reingekommen. Ja, aber vorher hast du den doch verlassen. Es hat doch blub gemacht und dann warst du weg. Ja, und da stand bei mir in der Nachricht, hey, bist du noch da? Und daraufhin bin ich wieder in den Chat. Ja. Hast du einfach verlassen, weil du dachtest, ich komme nicht wieder, oder wie? Hä? Ich habe den Chat nicht verlassen. Ich bin doch gerade erst wieder hier am Platz. Ja, und du warst raus. Du warst gar nicht mehr drin. Du warst weg. Aus dem Chat, aus dem Dings, aus dem Mod. Also ich sollte noch durchmachen, ne? Ich durchmachen? Du bist jetzt... Nein, noch einen Strich machen. Ach so, ja. Ja, ja. Ja, dann bist du jetzt bei 14. Ja. Ich weiß. Gut. Trotzdem hast du deinen Chat verlassen. Dann war es automatisch. Ich kann ihn nicht verlassen, wenn ich jetzt gerade noch nicht mal... Das weiß ich doch nicht. Ich kann doch nicht durch die Kamera gucken. Also durch den Hörer gucken. Kamala. Aber ich hör's doch nicht. Ja, ist doch gut. Da kann ich auch wieder weiterklicken. Und brauche ich nicht lesen. Du hast mich vom Lesen gerettet. Gern geschehen. Mhm. Achso, nee, warte, das ist auf der gleichen Map, ne? Ja, yep, ist auf der gleichen Map. Ich bin übrigens schon wieder Luna begegnet. In Gridania. Okay. Gut, ne? Ja. 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 Da freut sie sich. Natürlich. Ich freue mich immer, wenn ich Leute sehe, die ich kenne. Das ist ja auch so. So soll es ja auch sein, ne? Jo, Wölfchen. Bett. Wölfchen. Ach, Wölfchen. Öffne doch mal deine Augen. Nee. Hast du den Fehler erkannt? Das wäre so einfach. Als wenn ich irgendwas erkenne, also bitte. Stimmt. Siehst du?
Ach, Sina. So, jetzt muss ich trotzdem mal eben weg, weil jetzt muss der Hund raus. Es hätte so uneins machen können. Ja, gerade hat sie auch noch nicht rumgetapert. Tapa. Tapa, tapa. Aber dauert jetzt eh nicht so lange abends. Also jetzt ist ja Kids ja keine langen Runden. Oh, alles gut. Bis gleich. Bis gleich. Ach ja. Das lief wohl nicht ganz so gut, hä? Also für sie. Boah, dieser Blick allein schon, ne? Mädel. Doch einfach auf. So. Was willst du noch? Ah, okay, mit Filia. So. Okay, das müsste jetzt der 15. Strich sein. Ich glaube, damit haben wir es dann zumindest das Ziel erreicht. Mit 15 Quest. Das ist gut. Sehr, sehr gut. Das einmal. Mein Filia. Ich doch einen Wohnhof mit dieser ganzen Quest. Bitte. Ich leide hier gerade Höhenqualen, ey. Okay, muss nach da oben. Kriegen wir hin. Und jetzt wissen, wie lange man noch ungefähr braucht. Ich glaube, es müssten dann noch 30 Quests sein. 29? Hallo. Hi, du darfst noch einen weiteren Strich machen. Damit müssten wir die 15 voll haben, oder? Ja. Okay. Dann. Damit hast du die 15 voll.
Gut, was machen die Katzen da oben? Ja, drehen aber komplett im Spielen. Rett. Warte. Wie? Jetzt muss ich einmal Vorhersage und Ergebnis wählen. Ja, wir haben es geschafft. Vorhersage abschließen. Das Ergebnis Das der Ergebnis Vorhersage ist ist ja. ja. Sehr schön. Ja. Du hast es geschafft. Du hast deine Kettpausch Ja, wieder. war ja erstmal nur 10. Ist ja jetzt nicht so der Rede wert. Na gut, wir können. Ich könnte noch eine machen in Bezug auf. Schaffe ich noch weitere 5. Also es müssten ja jetzt dann nur noch knapp 29 Quests sein, die ich brauche, ne? Das musst du wissen, ob du da jetzt noch was handhaben willst. Also letzter Stand war ja 44 Quests, die wir noch brauchten. Wären es jetzt 29, glaube ich? Wie lange haben wir denn jetzt für die 15 Quests gebraucht? 2 Stunden? 3 Stunden? 3 Stunden, glaube ich. Ich habe jetzt echt nicht auf die Zeit Ich geachtet. auch nicht. Ich glaube, 3 Stunden haben wir gebraucht. Na gut, Da auch muss mit ich jetzt Pausen. wirklich passen. Wahrscheinlich sogar länger. Ich glaube, ein paar Quests mache ich auf jeden Fall noch. Scheiße. Ja. Ja. Ja, ich will es ja auch mal durchkriegen, ne? Zumindest würde ich mal nach Heavensward kommen. Ja. Das wäre ja zumindest mal wünschenswert. Da hast du wohl recht. Ich würde halt gerne auf die 20 Quests kommen, die ich nur noch brauche. Ja, da musst du ja eine Schicht einlegen. Denk von Was der du ja eigentlich Länge. nicht wolltest. Na, bis 23 Boah. Uhr kann ich ja, mache ich ja noch. Länger als 23 Uhr mache ich nicht. Der ist ja auch vernünftig. Das denn? Wer ist das denn? Du bist Aber Nymphelia, nehme der ich sieht doch an. aus wie einer, der bei uns im Netto arbeitet. Das ist eine Frau. Die bin ich. Die sieht doch aus wie einer, die bei uns im Willkommen Netto in arbeitet. Zeit und vielen. Ist Ach, ich übrigens kann Henri Sequenz. Angers doch nicht hängen lassen. Moonbrida gehört dem Charlianer Kreis der Exegeten an und ist eine verdiente Forscherin auf dem Gebiet der Ätherwissenschaft. Außerdem ist sie maßgeblich an unserer Arbeit beteiligt, eine Methode zum Einfangen von Ascians zu entwickeln. Auf gute Zusammenarbeit. Ja. Diese Quests machen mich fertig, ey. Nee, wirklich. Das ist echt nicht schön. Wird mir gerade angezeigt in meiner Liste nebenan. Kayayana zockt Resident Evil Village. Ich finde den Typ einfach so unglaublich sympathisch, ey. Ja, Das stimmt. er ist wirklich einfach so, weißt du, so ein ganz normaler Dude. Das So wie du und stimmt. ich. Ja, gut, wie du vielleicht nicht, aber wie ich. Warte Entschuldigung. mal. Sie hat ihr nicht zugehört. Ich? Natürlich habe ich zugehört. Kann ja gar nicht. Oh, was ist denn hier schon wieder im Haus los, Mann? Sina. Warte mal.
Warum kann ich das nicht umändern? Übersicht, warte mal. Ich warte. Nicht du. Ach so. Ja gut, dann warte ich nicht. Weil irgendwie kann ich keine neue machen. Okay. Und da kann ich dir leider nicht helfen. Nee. Ich mir leider auch nicht. Ich mir leider auch nicht. Ach. Ah, okay, jetzt. Jetzt habe ich es kapiert. Hast du geschnallt? Nein. Ja, ich würde es wahrscheinlich erst richtig schnallen, also nicht ernst nehmen. So, dafür lasse ich mal mehr Zeit. Jetzt war der Titel zu lang. So. Ja, ich liebe es einfach. Für mich eine mit der besten. Also die Fanfare ist ja eigentlich immer dieselbe. Für mich eine mit der besten, wie sagt man das? Fanfare? Variante. Achso, Variante. Variation. Ja, du weißt, was ich meine. So. Ich habe eine neue Vorhersage gestartet. Was? Was? Ja, ich habe noch eine weitere Vorhersage gestartet. Muss mal gucken. Schaffe ich. Oh, 10 Quests. 1,5 Stunden habe ich. Vor einer stehe ich tatsächlich gerade. Das habe ich vorhin nicht gesehen. Also, es wären nur jetzt noch 9. Boah, 9 Minuten hast du als Abstimmungszeit genommen? Ich habe 10 Minuten genommen, damit das auch genug Leute sehen. Das letzte Mal waren 2 Minuten. So schnell kann keiner gucken. Ah gut, also mein Strichzettel ist noch nicht voll, sagen wir es mal so. Also es werden jetzt nur noch 9. Aber ich warte das kurz und sage, ja, wir reden gleich. Lange her, Ida. Welch herzerwärmendes Wiedersehen. Na klar ist es das. Moon und ich, wir sind ja wie Zwillingsschwestern. Außer was die Erscheinung und die Begabung angeht. Darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Ich freue mich, dass wir heute so kompetente Verstärkung bei uns begrüßen können. Moon Breeder hat einen weiten Weg auf sich genommen, um uns zu unterstützen. Was denn? Moon Breeder ist gekommen, nichts, um ihr umfassendes Wissen über Ätherythen mit uns zu teilen. Wie viele von euch wissen, hat sie außerdem unsere Forschung an den weißen Auraziten begleitet. Denkt daran, ich habe den Kristall nicht getestet. Womöglich fliegt er uns um die Ohren. Ausprobieren kann man so etwas aber nur bei großer Ätherdichte. Also hätte ich sowieso nach Eorzea kommen müssen, um zu sehen, ob der Brocken überhaupt was taugt. Ach, Moon Breeder. Dieselbe Ausdrucksweise wie eh und je. Hieltest du nur ein wenig mehr auf kultivierte Umgangsformen? Oh mein Gott. Oriange! Oh, wie ich dich vermisst habe. Moon Breeder, bitte. Vor allen Leuten. Ist das zu fassen? Ich lasse alles stehen und liegen und dann diese Begrüßung? Da hat mir dein Brief aber besser gefallen. Wie war das?
Es sei nun Zeit, unser beider Sinnen und Trachten Hand in Hand zu erfüllen. Kann nicht mehr, ey. Ja, ja, Orianger, red dich da mal raus. Den Einstrich hast du gemacht, ne? Hä? Deine ich versuchte lediglich, wie du nur so vor der Sequenz weißt, gesagt hab, dir die Dringlichkeit der Lage begreiflich zu machen. Denn eine gottgleiche Kreatur ist im Begriff, sich physisch zu manifestieren. Okay, okay. Dann habt ihr... Bitte! Gerne! Nein, danke! Nein, nicht. Bitte! Eisherz und ihre Heretiker, die sie anführt, haben sich aus dem Innersten der Schneekleid-Felswand teleportiert und sind uns so entkommen. Den Zieläetheryten konnten wir bisher nicht lokalisieren. Wir vermuten, dass die Heretiker ihn unbrauchbar gemacht haben, damit wir sie nicht verfolgen können. Die Ritter von Ishgard suchen fieberhaft nach einem anderen Weg in Eisherz-Versteck, aber bisher ohne Erfolg. Und inzwischen... Scheiße! Ich war zu schnell! Der Zielpunkt ist also hinüber. Oh. Es tut mir leid. Ich bin mein Timing, ey. Dann war's das. Obwohl, Minfilia, du bist ganz sicher, dass sie über den Ätheriten ins Netz eingestiegen sind? Also nicht einfach Teleport-Magie eingesetzt haben? Ja, wir haben entsprechende Ätherströme gemessen. Und es gab auch Zeugen, die Eisherz-Teleport gesehen haben. Ausgezeichnet. Dann müssen die Ätherbahnen noch frisch sein. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit? Ja. Theoretisch kann der Zielpunkt gewaltsam wieder reaktiviert werden. Wie wir ja alle wissen, ja, sind die Leuchttürme im ewig wogenden Äthermeer, wie Orianger das mal so schön gesagt hat. Aber sie sind nicht nur Orientierungspunkte, sondern noch mehr. Knoten, die ein komplexes Netz von Ätherbahnen aufspannen und die erst ermöglichen es uns im Ätherstrom zu navigieren. Auch wenn ein Endpunkt funktionsuntauglich wird, bleibt eine Spur zurück. Der Äther erinnert sich gewissermaßen an den Pfad, deswegen wandert ein gewaltsam eingespeister Ätherimpuls auch in Richtung des erloschenen Knotens diese Spur entlang, sofern sie noch relativ frisch ist. Das hört sich aber an, als ob wir dafür eine nicht unerhebliche Menge an Energie benötigten. Alter, das wird von Mal zu Mal schlimmer. Die labern den heute nur. Selbst wenn es uns gelingen sollte, eine ausreichende Äthermenge zu generieren, sehe ich noch ein größeres Problem. Sie würde aus vielen Einzelströmen bestehen, deren Gleichrichtung ein äußerst kritisches Unterfangen wäre. Ich habe es damals kaum geschafft, den Kontakt zu dem Ätheriten in Titans Höhle herzustellen. Und der war völlig intakt, nur eben unharmonisiert. Was du hier vorschlägst, klingt weit schwieriger. Was? Ja, und gefährlich. Aber wir haben ja den guten Auraziten. Den werden wir zweckentfremden. Er hat genug Kapazität, um einen Ashian einzufangen. Also mit Sicherheit auch genug für allen Äther, den ihr generieren könnt. Und als praktischer Nebeneffekt wird die Energie dabei gebündelt. Wir müssen sie dann nur noch in Richtung Zieletherit schicken. Mhm. Die einzige Schwierigkeit ist, dass Äther nicht lange gespeichert werden kann. Wir müssen die Sache also vor Ort durchziehen. Ob Moonbreeders Plan funktioniert, können wir nur auf einem Weg herausfinden. Wir setzen ihn in die Tat um. Doch. Hoffentlich ist seit dem letzten Teleport noch nicht so viel Zeit vergangen. Wir müssen schnell handeln. Sehr richtig. Rein ins Vergnügen.